Hallo zusammen. Ich wollte euch das Königreich vorstellen, was ich erstellt habe für das Turnier auf der Spiel 2020. Und der Titel sagt schon, eine triumphale Prozession. Also mit der Prozession lässt sich hier einiges anfangen. Prozession spielt eine Karte zweimal, danach darf man sich, dann muss man sie entsorgen und eine Karte nehmen, die eins mehr kostet. Und hier in dem Königreich sind einige Karten, die damit super funktionieren. Des Weiteren hat das Königreich die Kathedrale, wo man zu jedem Zug eine Handkarte entsorgen muss, was aber für uns super ist, denn wir wollen möglichst wenig Karten im Deck haben. So, hier entsorge ich dann die Totenstadt, weil wir sie nicht wirklich brauchen, und hole mir eine der fundamentalen Karten der Strategie, und zwar die Eisenhütte. Und weil es so schön ist, hole ich mir gleich nochmal eine Eisenhütte. Die ist hier wirklich gut. So, wir können das verfallene Anwesen entsorgen. Ich hole mir die Eisenhütte, nehme mir damit die Prozession, dann können wir bald schon starten mit unseren Ketten. Und ein Experiment ist auch super, damit kriegen wir ein bisschen mehr Karten auf die Hand. So, wir entsorgen Kupfer, spielen das Experiment. Okay, in der nächsten Hand wissen wir schon, dass da eine Prozession und eine Eisenhütte sein wird und ein Experiment. Von daher wird es ziemlich gut sicherlich, und wir holen uns gleich mal noch eine Prozession und noch eine Eisenhütte. So, und jetzt fängt es langsam an, Spaß zu machen. Jetzt können wir Prozession auf Eisenhütte machen. Nehmen uns eine neue Prozession. Ja, ich denke, wir haben genug Eisenhütten erstmal, einen Wanderin, um Karten zu ziehen. Die kostet jetzt nämlich nur noch 4, nachdem wir eine 4er bekommen haben. Jetzt haben wir unsere Eisenhütte entsorgt, können uns eine 5er nehmen. Da würde ich eine Falknerin sagen. Damit können wir auch uns Karten nehmen, die weniger kosten. Und diese direkt auf die Hand sogar. So, dann spielen wir mal das Experiment, gucken, was wir ziehen. Gar nicht so schlecht. Wir können uns mit der Falknerin eine neue Prozession holen, wenn wir wollen. Und dann gleich wieder mit der Eisenhütte kombinieren. Oder wir holen uns ein Experiment. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt am besten ist. So, ein Schlachtross wäre auch nicht so schlimm. Ich denke, wir versuchen mal noch ein bisschen. Na, lass uns einfach auf den nächsten Zug hoffen. Oder noch einen Zug warten. So, wir machen einfach nochmal hier Prozession Eisenhütte, holen uns eine neue Eisenhütte. Und eine neue Prozession. Und eine neue Falknerin. Jetzt haben wir eins, aber können uns damit immer einen Schlachtross kaufen. Na gut, der Zug war jetzt nicht das, was ich erhofft habe. Aber dann geht's halt nächsten Zug los. Dann holen wir uns einfach ein paar Experimente, um nächsten Zug ordentlich ziehen zu können. So, das sieht doch gut aus. Mein Gegner hat sich einen Weinhändler geholt. Damit könnten wir die Falknerin triggern. Wieso nicht? Und holen uns damit Experiment. So, jetzt spielen wir. Ach, siehst du, wir müssen was entsorgen. Das ist natürlich blöd. Aber egal. Ich denke, können das Experiment auch entsorgen. Spielen jetzt Prozession auf Prozession. Und eine Wanderin, um ordentlich Karten zu ziehen. Wir nehmen uns ein Silber, damit die Wanderin dann 3 kostet, damit sie mit der Prozession auch was bringt. Aber noch ein Silber brauchen wir eigentlich nicht. Holen uns eine neue Prozession. Ja. Ja, holen uns eine neue Prozession. Weil die Wanderin hat 3 gekostet, also dürfen wir jetzt eine 4er nehmen. Jetzt dürfen wir noch eine Karte prozessieren. Nehmen mal die Prozession. Auf. Ein Schlachtlos würde auch ganz gut sein. Dann kriegen wir eine 5er. Falknerin. Könnten wir unsere Falknerin triggern, aber machen wir mal nicht. Wir prozessieren lieber weiter. Falknerin. Nehmen uns eine Prozession. Noch eine Prozession. Wie ihr schon seht, wir wollen hier richtig viele Prozessionen. Ist natürlich möglich, dass, wenn man mit mehreren spielt, die jetzt hier schon langsam alle sind. Jetzt wieder eine 5er. Weil wir haben den Falkner entsorgt, kriegen dafür ein Grenzdorf, dürfen uns jetzt eine billigere Karte nehmen. Nehmen wir uns mal die Katakomben, damit wir ein bisschen was ziehen können noch. So, wir prozessieren wieder die Prozession für eine Eisenhütte. Holen uns Prozession und Eisenhütte und
Falknerin. Prozessieren wir. Können auch langsam mal stoppen mit den Prozessionsketten. Nehmen wir noch ein Experiment. Nehmen uns noch eine Prozession. So, jetzt entsorgen wir hier unsere ganzen Prozessionen, die wir schon miteinander gespielt haben. Ich würde sagen, wir brauchen ein paar Weinhändler, um dann am Ende auch Käufe zu haben. So, musste kurz was machen. So, wir entsorgen, haben einen Weinhändler, wir nehmen uns mal noch einen Weinhändler, nehmen uns noch Katakomben und noch einen Falknerin. Ist eigentlich an dem Punkt schon relativ egal, glaube ich, was wir nehmen, weil wir werden so viele Punkte machen. So, jetzt geht's Prozession auf Prozession, Experiment. Haben eine Eisenhütte bekommen. Dann Falknerin, nehmen uns zwei Eisenhütten, kriegen noch ein Grenzdorf und nehmen mal einen Weinhändler. Fertig mit Reaktionen. Entsorgen wieder eins, nehmen uns einen Weinhändler. Fertig. So. Unsere Prozessionen sind langsam alle. Machen wir noch Prozession auf eine Katakombe. Ja, da ist noch eine auf die Hand, damit wir. Ah, wir haben noch ein paar. Und wenn wir die Katakomben entsorgen, dürfen wir eine billigere Karte nehmen. Dann nehmen wir mal eine Eisenhütte. Nehmen uns ein Grenzdorf. Noch einen Weinhändler. So, jetzt könnten wir wieder die Falknerin. Ja, machen wir das mal. Holen uns ein paar Experimente. So, prozessieren wir eine Eisenhütte. Für Experiment. Eisenhütte. Ah, jetzt sehen wir, haben wir schon drei Stapel leer, aber wir werden noch ein paar Eisenhütten, ein paar Experimente spielen, sodass die wieder voller werden. So, spielen wir nochmal Katakomben. Also das werden einige Siegpunkte am Ende. So, spielen wir das. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die ganzen Experimente hier. Lassen das nochmal ein bisschen durchlaufen, dass wir noch mehr Punkte kriegen, dann am Ende vom Siegeszug. Das war jetzt ungünstig. Egal. Gibt es noch irgendwo einen Kauf, den wir uns nehmen können? Nee, eigentlich nicht. Nehmen wir halt das. Weil man kann sich ja eigentlich immer zwei Experimente holen. Müsste ich also zwei spielen. So. Ach, jetzt hätte ich keins mehr spielen dürfen. Eigentlich hätte ich jetzt kein Experiment mehr spielen sollen, aber dann müssen wir halt einen Kauf dafür benutzen, ein Experiment zu holen. Ist auch nicht so schlimm. Wie ihr seht, haben wir einen Haufen Münzen. Kaufen uns ein Experiment. Jetzt kaufen wir uns einfach fünfmal den Siegeszug. Oder sechsmal. Und wir haben 303 Punkte nach. Wie viele Züge waren das? Nach 8. 8 Zügen. Ganz nett, oder? Also, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Turnier. Oder könnt auch gerne mal dieses Königreich ausprobieren für euch selber und eine schön lange Kette spielen. Also dann, auf Wiedersehen.